Wir haben einen neuen DSDS-Gewinner. Ramon Roselli singt den Song Eine Nacht und dabei handelt es sich womöglich um die beste Dieter Bohlen-Komposition seit etlichen Jahren. Und damit herzlich willkommen bei musiktraining.de. Ich bin Klaus, ich bin Komponist und habe mich entschieden, dieses Jahr mal wieder DSDS, Deutschland sucht den Superstar, zu verfolgen. Sollte man das als Musiker auf dem Schirm haben? Sollte man sich da womöglich bewerben und das für sich als Karrieresprungbrett ins Auge fassen? Die Fragen habe ich mir gestellt und dann natürlich auch, ob es sich bei dem Siegersong um ein Plagiat handelt, denn Twitter ist ja sofort heiß gelaufen. Um die Frage kümmern wir uns auch in diesem Video. Ich habe angefangen, in die Forecastings mal sporadisch reinzuschauen. Auf YouTube gab es da immer mal so einzelne Beiträge. Und mich hat vor allem interessiert, wie gut singen denn jetzt die Kandidaten und was sagt die Jury? Das sind für mich eigentlich die Gründe, dieses Format zu gucken. Übrigens Respekt, dass es das schon in der 17. Staffel gibt. Wahnsinn, wie lang sich das hält. Und man kann natürlich gut abgleichen, welche Entwicklung das durchgemacht hat. Was ich positiv finde, ist, dass Leute nicht mehr vorgeführt werden. Ich schätze mal, Kandidaten wissen mittlerweile auch, worauf sie sich einlassen. Ich schätze auch mal, das Format musste in den vergangenen Jahren hin und wieder auch mal Kritik einstecken, was das angeht. Aber auch der Markt hat sich professionalisiert. Wenn man jetzt halt eine breakdancende 100 Kilo Domina haben will, dann ruft man einfach bei einer Agentur an und bucht die, bezahlt die hoffentlich dann auch fair. Und dann, ja, was soll man dann dagegen haben, wenn sich Leute drüber lustig machen? So funktioniert das dann nun mal, auch wenn es mich dann nicht sonderlich interessiert. Ich als Musiker kann leider schlecht beurteilen, wie gut die da singen, denn das wird zerschnitten, ja, wie sonst was, und auch nachbearbeitet. Da wird nicht nur Hall und Kompression und so auf die Stimme gelegt, sondern natürlich auch Autotune, Stimmen, also Tonhöhenkorrektur und so weiter. Und deswegen kann man eigentlich nicht beurteilen, wie gut die singen, und man kann auch nicht beurteilen, ob die Jury da Quatsch erzählt, ja. Xavier Naidoo saß da noch in der Jury als jemand, der ja auch für eine gewisse Virtuosität stimmlich, ne, und für Soul und für anspruchsvollen Pop, sage ich mal, steht. Ja, kann man schlecht beurteilen, ob das Quatsch ist oder ob das Hand und Fuß hat. Nun gut, auf der diesjährigen Staffel liegt nun wirklich ein Schatten. Xavier Naidoo konnte RTL für seine Zwecke, ja, instrumentalisieren, kann man fast sagen. Er konnte sich selbst, seine Ansichten, seine Musik promoten. Und auch wenn RTL nachher sagt, wir haben ihn rausgeschmissen, steht er in der Beziehung irgendwie als Sieger da. Ich hege da überhaupt keine Sympathie für ihn, aber irgendwo hat er das auch genial, wenn auch perfide, ja, durchgezogen. Und so musste sich DSDS für die Live-Shows dann einen neuen Juror sorgen und hat dann nochmal ein Thema aufs Tableau gebracht, ja, was schon seit ein paar Jahren bei DSDS so schwelt. Ja, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall, ich habe mich gefreut über die Live-Shows, weil ich dachte, ja, da kann man ja stimmlich nicht so viel nachbearbeiten. Da kann ich nun wirklich gut reinhören, ob die Sänger gut sind. Und ich habe mich auch gefreut auf Alexander Klavs als Moderator. Alex Klavs hat die erste Staffel gewonnen vor 17 Jahren und ich habe mich gefreut auf so einen richtigen Nostalgie-Fernsehabend und den habe ich auch bekommen. Mal wieder RTL gucken irgendwie, dann Alex Klavs sehen, Dieter Bohlen sehen, Werbeunterbrechungen, ja, sowas guckt man ja eigentlich heute auch nicht mehr und dann auch dieses Rufen Sie an unter der Nummer und der Endziffer für den Kandidaten und so, das machen die noch genau so wie vor 17 Jahren. Die Musik ist noch dieselbe, das Logo hat sich kaum verändert, das scheint von dem Franchise ziemlich streng festgelegt zu sein. Dementsprechend, ja, kann man sich da einkuscheln in Erinnerungen und sich zurückversetzen in die gute alte Zeit, whatever. Irre, dass das nicht irgendwie mit einer App, mit einer DSDS-App irgendwie anders mittlerweile geregelt wird, aber da hat es null Weiterentwicklung gegeben. Offensichtlich braucht man das nicht. Gut, die Sänger haben dann da auch und Sängerinnen haben da auch ganz spannend performt und ich war dann schon stutzig, dass bei den ersten paar Shows dann durchaus gute Sänger rausflogen. Also, wie hießen sie denn noch? Marcio, ne? Und Ricardo fand ich beide, also ist jetzt meine Ansicht zumindest, beide ganz gut und hat mich schon überrascht, dass die sofort rausfliegen. Vielleicht hätte ich für die anrufen sollen, aber ist nun mal passiert. So, und dann mussten sie sich ja auch was überlegen, wer jetzt als Juror nachrückt, wenn Xavier Naidoo nicht mehr tragbar ist. Und da haben sie sich für Florian Silbereisen entschieden.
der natürlich für Schlager steht. Ja, und ich glaube, dass das Thema Schlager durchaus sensibel ist bei dem Format DSDS. Ich schätze, dass heute nicht mehr so 13-jährige Mädels da zugucken, die sich das Festnetztelefon der Eltern klauen, um dann für 50 Euro für ihren Schwarm anzurufen. Ich glaube, mittlerweile sind es auch ältere Semester, die auch genau wissen, wie viel Geld sie haben und entsprechend aufgeklärt sind. Und die dann da vielleicht ihren Lieblingsschwiegersohn sehen wollen. Und ich schätze, ja, das Schlager ist nun mal auch ein beliebtes Genre in so einer Generation, dass das der Grund ist, warum Schlager immer mehr Einzug hält in das Format DSDS. Und mein Eindruck ist, es geht mittlerweile dort auch eher um Schlager gegen den Rest, also nicht so sehr um die einzelnen Kandidaten, ja, wie relatable sind die so im Einzelnen, sondern die Schlager singen, weiß ich nicht, die sind irgendwie eine Gruppe für sich und ich glaube, man muss dann auch kalkulieren als Kandidat, gehe ich jetzt voll auf die Schlagerschiene und spekuliere drauf, dass da eine große Masse grundsätzlich für anruft, unabhängig davon, wie sympathisch die mich jetzt finden. Ja? Oder bleibe ich irgendwie mir treu, bleibe ich bei meiner eigenen Musikrichtung und riskiere dann aber eben damit, dass es kein Schlager ist, ja? Und dass ich dann das falsche Publikum erreiche. DSDS selber will, glaube ich, gar nicht so sehr in diese Schlagerrichtung, aber sie fügen sich da natürlich dem Publikumswillen. Das ist ja auch das geniale Konzept eigentlich an dem Format, warum es auch so lange schon besteht. Das passt sich halt immer auch an die Wünsche der Zuschauer an. Ja, und verliert mich dann aber zum Beispiel auch. Also ich will jetzt gar nicht groß in so eine Diskussion einsteigen, Pro und Contra Schlager, das soll es von mir aus geben, aber ich brauche mir kein Schlager-Casting angucken. Das ist nicht meine Musik, was das angeht. Ja, und Schatten liegt auf dem Format natürlich auch dahingehend, dass kein Live-Publikum da war. So, was macht man mit einer Live-Show ohne Live-Publikum? Man spielt Applaus vom Band ein. Auch so krass, dass man sich dazu entscheidet. Und dann gab es da nicht irgendwie 5 Ekstase-Layer, nenne ich es mal, ja, die so mit so einem gönnerhaften Applaus loslegen. Und wenn man den Fader höher zieht, kommen immer mehr Jubelrufe und Ausbrüche dazu. Nee, da wird mehr oder weniger so on-off gedrückt und das wirkt total künstlich. Mein Verdacht ist, dass dieses Band immer auch mit dazu gemischt wird ins echte Publikum, damit es fetter wirkt. Ist jetzt ein Vorwurf von meiner Seite, den ich jetzt nicht belegen kann. Aber wenn man das nur solo abspielt, wirkt es halt total artifiziell. Und ist aber, glaube ich, für Alex Klavs ganz, ganz wichtig, weil das ja die Momente sind, wenn Applaus ist, dass er noch mal kurz auf seine Moderationskarte gucken kann, mal kurz durchatmen kann, wie geht's jetzt weiter und so. Die Zeit hatte er jetzt nicht und es ist natürlich auch von der Spannung ganz komisch, wenn man so tun muss, als wäre das jetzt super besonders, man hebt die Stimme, redet total bedeutsam, obwohl halt niemand da ist, über den man hinweg reden muss, sodass man eigentlich auch ganz entspannt reden kann. Und da gab es halt viele, viele Stellen, wo es einfach nicht richtig gepasst hat und meines Erachtens hat es Alex Klavs trotzdem ganz gut durchgestanden. Ja? Also man sah ihn durchaus arbeiten, aber er hat es super gemacht, muss man schon sagen. Ja, deswegen Florian Silbereisen so als Juror hat das ganze Format nochmal mehr in die Schlagerrichtung gedrückt und jetzt haben wir auch einen Schlager als Gewinnersong. Eine Nacht und sofort kam der Vorwurf auf, dass es sich dabei um ein Plagiat handelt, nämlich wird es verglichen mit dem Song 100 Jahre sind noch zu kurz von Randolph Rose. Und das fiel vor allem in dem Schnelldurchlauf auf, wo genau so eine Stelle gezeigt wurde, die relativ ähnlich klingt. Ich spiele mal den Vergleich ein, damit ihr das einmal gegenüberstellen könnt und für euch selbst beurteilen könnt, was ihr davon haltet. 100 Jahre sind noch zu kurz für eine große Liebe. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär das. Ist das jetzt ein Plagiat oder nicht? Also,
meine Kritik, ja, wenn ich so etwas formuliere, wie ein Plagiatsvorwurf, dann geht es mir darum, dass Kreativität entnommen wurde. Ne? Wenn man keine eigenen Ideen hat, dann bedient man sich fremder Ideen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und das hat in diesem Fall meines Erachtens überhaupt nicht stattgefunden. Ja, da gibt es zwar vielleicht Dinge, die gleich klingen oder ähnlich klingen oder so, aber von Ideenklau kann man da meines Erachtens nicht sprechen. Ich finde, der Song hat viel mehr was von, wie heißt es, War is Over von John Lennon. Halleluja, Halleluja und so weiter. Weil wir da auch mal diese Sus-Umspielungen haben, der Terz. Beziehungsweise hier von den Grundtönen, die Umspielungen haben. Ja, und ich würde jetzt aber auch nicht den Vorwurf formulieren, das sei von War is Over, von Happy Xmas oder wie es heißt, geklaut worden. Nein, vielmehr würde ich jetzt mal eine Lanze brechen für Dieter Bohlen, denn falls ihr auch mal einen Nostalgie-Backflash, was mich betrifft, haben wollt, dann guckt mal in mein Komponieren wie Bohlen-Video rein. Da war nämlich mein Vorwurf immer, Dieter Bohlen benutzt 5 Akkorde und das war's. Das ist hiermit nicht der Fall. Ja, kleine Harmonie. Analyse. Wir starten bei Eine Nacht, bei dem Song von Ramon Roselli in C-Dur. Ich hab dich heute gesehen und ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ja, 1, 2, 5, 1, das kommt zweimal. So, und dann rücken wir schon nach D-Dur. Hier geht's dann weiter. Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon 6 Akkorde. Wir sind schon über meine magische Fünfergrenze hinaus und der Song hat gerade erst angefangen. Da muss ich wirklich sagen, großes Lob an die harmonische Konstruktion, die sich Dieter Bohlen hier überlegt hat. Und ja, der Song hat sonst nichts unbedingt Geistreiches. Es ist halt ein Schlager, der irgendwie gute Laune machen soll und Ramon Roselli verkörpert das auch überzeugend. Ja, ich kann da wenig zu sagen, weil mich catcht es jetzt nicht, aber ich bin nun mal auch nicht so im Schlager zu Hause. Der Refrain ist auf jeden Fall völlig stilgemäß. Eine Nacht und einen Tag mit dir, ja, wie schön wäre das. Ich umarm die Welt, das Leben macht mir Spaß. Da übrigens nochmal spannend, dass wir eine Weise haben. Ich umarm die Welt, da reimt sich nichts drauf. Ja? Und dieses wie schön wäre das, macht mir Spaß. Die beiden reimen sich. So, zweiter Anlauf. Eine Nacht und einen Tag allein. Ja, ich schwöre dir, das halte ich nicht aus. Bei dir bin ich zu Hause. Da haben wir die Weise eine Zeile drüber. Ich schwöre dir, ist dann die Zeile, die sich nicht reimt. Und das halte ich nicht aus. Bei dir bin ich zu Hause. Ein paar Reime am Ende. Ja, nichts Geistreiches, aber immerhin Abwechslung. Ja, wir haben Abwechslung im Refrain. Meine Güte, das ist mal ein Applaus wert, würde ich sagen. So, aber jetzt, ja genau, jetzt gibt es noch den Post-Chorus. Ja, das ist dieses War is Over. Und dann enden wir auf der Dominanten. Und jetzt fragt ihr euch, wie geht's in die zweite Strophe? Wir gehen wieder nach C-Dur. Also eigentlich wieder ein Tonart-Shift für die zweite Strophe. Schon der zweite Tonart-Shift. Also ich bin sprachlos. Ich bin absolut hellauf begeistert. Dann baut es sich eigentlich parallel auf. Wir sind also dann im Refrain wieder dann nach D-Dur hochgerückt. Eine Nacht und einen Tag allein. Ja, ich schwöre dir, das halte ich nicht aus. Bei dir bin ich zu Haus. Und dann sind wir vorhin in die Strophe ja, gegangen, um. Ja, wir sind dann in D-Dur erst geblieben, dann in die Strophe nach C-Dur gegangen. So, jetzt für den Post-Chorus würden wir also eigentlich wieder nach D gehen, aber nein, wir rücken nochmal nach oben. Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen. Das ist also jetzt die War is Over-Stelle. Noch einen Ganzton nach oben gerutscht, nach E-Dur. Also wie viele Tonarten? Wir haben 3 verschiedene Tonarten und die werden also nicht nur sukzessive so hochgesteigert, sondern es geht erst nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben und dann noch einen nach oben. Also Leute, harmonisch
ist das das Krasseste, was ich seit Jahren von Dieter Bohlen gehört habe. Und ich kann an dieser Stelle nur ein Riesenkompliment hier lassen. Was haltet ihr von dem Song? Gibt es vielleicht unter euch Leute, welche, die den Song richtig abfeiern und gut finden? Oder hätte man den Song irgendwie noch besser machen können? Was haltet ihr vom DSDS-Format? Habt ihr noch Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren vielleicht auch sich wieder vom Schlager wegbewegt? Ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand es zwar sehr ehrenwert, dass alle bei dem Siegersong auf 2 und 4 geklatscht haben. Dam, badam, badam, bam, badam, badam, badam. Aber ich sage euch, in spätestens 3 Jahren klatschen, dam, bada, bada, da klatschen alle so mit, weil ganz ehrlich, bei Schlager klatscht man auf jedem Schlag. Also deswegen heißt der Schlager. Kleiner Karlauer am Ende. Ich bin Karl Klaus und das war mein Eindruck von DSDS. Vielleicht noch kurz zu den Fragen. Sollte man es als Musiker auf dem Schirm haben? Nicht zwingend, ja. Wenn ihr es unterhaltsam findet, dann ja. Es ist, das muss man sich immer wieder klar machen, eine Unterhaltungsshow, die den Leuten vom Fernseher einen schönen Abend bescheren will. Wenn da am Ende irgendwie eine gute Stimme bei rausfällt, umso schöner. Ja, aber wenn nicht, darum geht es bei diesem Format nun mal nicht. Es geht um Unterhaltung. Ja, und offensichtlich machen sie da seit 17 Jahren irgendwas richtig. Also das war's von mir. Abonniert den Channel, drückt die Glocke, wenn ihr demnächst mehr davon sehen wollt. Und ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.